Diese Frau ist Pfarrerin und wurde in ihrer Kindheit jahrelang sexuell missbraucht von ihrem eigenen Vater. Bei mir ist es so, dass meine Seele einfach davon sprechen muss und sprechen will und dass meine Seele es nicht mehr verstecken möchte. Ich habe zu lange geschwiegen, ich habe zu lange das in mich reingefressen und ich kriege mit, dass das ja nicht nur mir so geht, sondern unendlichen, unzähligen Menschen. Das ist ja das, was mich so wütend macht. Susanne Jensen. Nahezu täglich schert sie sich den Kopf. Sie tut das nicht, um aufzufallen. Es ist Teil ihrer Vergangenheitsbewältigung. Das ist für mich ein Symbol. Ich wurde an den Haaren gezogen. Und man kann mich nicht mehr an den Haaren ziehen. Du Martin, jetzt kannst du mal gucken. Ja, ich komme. Ob ich da noch Zähnchen hab. Mach mich mal hinten schön. Ja, aber nicht viel. Das geht ganz gut. Martin ist Susannes Mann. Seit fast 15 Jahren sind sie verheiratet. Als sie sich kennenlernten, sprach Susanne nicht vom Missbrauch durch ihren Vater. Sie hatte die Geschichte völlig verdrängt. Erst im Jahr 2000 brach alles auf. 5 Jahre nach seinem Tod. Seitdem versuchen Susanne und Martin, die Folgen gemeinsam zu tragen. Also am Anfang habe ich mich damit sehr schwer getan, weil ich sie ja mit sehr vollem Haar kennengelernt habe und ganz dichtes und volles Haar und das außerordentlich schön fand. Und am Anfang habe ich es sehr vermisst, ihr durch die Haare streichen zu können. Aber dann habe ich gemerkt, wir haben viel darüber geredet, wie wichtig ihr das ist. Und was sie damit verbindet und eben auch jetzt effektiv eine Befreiung verbindet, also ein positives Leben für sich selbst, was überwiegt, habe ich gesagt, okay, das ist mir wichtig. Also, dass es ihr gut geht und dann verzichte ich eben darauf, durch die Haare zu streichen, sondern streichle ihr über den Kopf. Das ist dann so. Tja. Zähneputzen ist deswegen so schwierig, weil ich zu viel zu schlucken gekriegt habe als Kleinkind und Kind. Und deswegen ist das Zähneputzen für mich schwierig. Ne? Da habe ich ein Flashbacks. Das ist also ganz schwierig für mich, was in den Mund zu nehmen. Also deswegen putze ich mir sehr selten die Zähne. Manchmal mache ich eine schnelle Nummer, das mache ich nämlich jetzt. Ich werde keine Kinder haben. Ich habe keine normale Sexualität. Ich fühle mich nicht richtig als Frau. Das ist einfach beschädigt. Das tut unendlich weh. Das ist kaum zu beschreiben. Ich kann mich oft selber nicht ertragen. Das genügt für heute. So. Früher bin ich mal zum Kosmetiker gegangen. Aber das dauert mir zu lang, dieses richtige Schminken. Da. Ja, jetzt bin ich schön. Susannes Kindheit war früh zu Ende. Als Kleinkind hatte ich sicherlich auch Momente, wo ich noch Licht hatte in den Augen. Aber irgendwann ist dieses Licht erloschen in dieser Zeit. Je öfters die Übergriffe waren, je härter sie wurden. Schwer für mich, das jetzt direkt zu beschreiben. Das mache ich nicht gerne.
weil da habe ich eine Schamgrenze dessen, was ich ertragen musste als Kleinstkind und als Kind bis 12. Da ist für mich, da sage ich immer, das, was mir in meinem Kinderzimmer passiert ist oder im Wohnzimmer oder im Badezimmer, das fällt mir sehr schwer, das mag ich nicht beschreiben. Das ist, können sich Menschen denken, wenn ich jetzt zum Beispiel so Sachen sage, was ich alles nicht kann, wo ich Hürden habe, was mir große Schwierigkeiten bereitet, dann wissen die Menschen schon, was das gewesen ist. Das muss ich nicht beschreiben. Das wissen die Menschen, was diese Übergriffe, sexuelle Übergriffe sind und gewalttätige Übergriffe. In der Kirche von Hütten, einem Dorf in Schleswig-Holstein, hat Susanne Jensen ihren Arbeitsplatz. Sie ist evangelische Pfarrerin, ihr Traumberuf. Ich habe meine Liebe entdeckt zum Predigen. Ich predige auch leidenschaftlich gerne und verkünde von der Kanzel. Pfarrerin zu sein, ist für sie mehr als ein Job. Sie predigt nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für sich selbst. Gott weiß ganz genau, wie sich ein Missbrauchsopfer fühlt. Gott ist ganz dicht bei uns. Und er ist gerade dann bei uns, wenn wir genichtet werden, einfach zertreten werden, dann ist Gott da. Weil er diesen Weg auch gegangen ist. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Für ein Jahr arbeitet Susanne Jensen hier zur Vertretung. Wenn sie die Jugendlichen demnächst konfirmiert hat, muss sie die Stelle wieder räumen. Seit dem Sommer 2010 weiß die Gemeinde über die dramatische Geschichte der Pfarrerin Bescheid. Da hat sie zum ersten Mal öffentlich über ihre Erlebnisse gesprochen, in einer Predigt von einer Kanzel. Darf und kann ich heute hier im Talar stehen, in der Martha-Kirche in Berlin-Kreuzberg, und darf und kann ich sprechen über mein persönliches Kinderhöllenlabyrinth. Über den schweren Missbrauch, den ich über Jahre in meiner Kindheit erlebt habe und dessen Folgen. Ich trage die Haut einer Missbrauchten. Ich trage sie immer mit mir herum. Die Gefühle einer Missbrauchten sind in mir lebendig. Wenn ich es nicht will, kommen sie hoch und ziehen mich runter. Schuld, Scham, Ohnmacht, absolutes Alleinsein, vernichtende Gefühle sind in meiner Seele und in meinem Leibgedächtnis gespeichert. Martin Jensen hat das öffentliche Outing seiner Frau mitgetragen. Sie dazu ermutigt, vom Verbrechen des eigenen Vaters zu sprechen. Susanne und Martin hatten sich im Studium kennengelernt. Auch Martin ist evangelischer Theologe. Es war im gemeinsamen Vikariat der Pfarrerausbildung, als er miterlebte, wie seine Frau kollabierte, körperlich und seelisch. Sie musste in eine Klinik. Plötzlich kam die ganze alte Geschichte hoch. Ja. Ein ganz großes Erschrecken, also zu sehen,
das hat Susanne alles erlebt, das hat mein Schwiegervater gemacht, dass, dass es diese Abgründe gibt und dass sie damit schon ein ganzes Leben bis zu diesem Zeitpunkt lebt. Und das war erstmal überhaupt nicht vorstellbar. Also es war eine Dimension des Schmerzes und auch der Einsamkeit, die ich so noch nie empfunden hatte. Und das Zweite, was kam, war Hilflosigkeit. Also erstens nicht bei ihr sein zu können, um ihr irgendwie helfen zu können und zu wissen, ich kann ja auch gar nicht richtig professionell helfen. Ich habe mich dann so in die Arbeit gestürzt. Ich war natürlich im Gedanken dauernd bei ihr. Das hat mich sehr zerrissen. Und da habe ich mich auch sehr allein gefühlt. Zerrissen und allein, so geht es auch Susanne. Ihre Mutter ist dement, lebt in einem Pflegeheim. Zu ihrem älteren Bruder besteht nur ein loser Kontakt. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder. Ich liebe ihn. Er hat sich irgendwann vollkommen abgeschottet, meinem Vater gegenüber. Wir haben auch selber dann, als ich so 12 war, kann ich mich entsinnen, da haben wir dann auch überhaupt nicht mehr Papi oder Vater gesagt. Wir hatten beide diese Distanz zu ihm. Wir haben der Erich gesagt, wenn wir über ihn sprachen, der Erich. Oder hatten noch andere Worte dazu. Vor 2 Jahren ist ja meine Mutter ins Pflegeheim gekommen, da hat sie mir von einem Traum erzählt. Und in diesem Traum hat sie gesagt, sie hat geträumt, ich hatte 2 Kinder in dem Traum und ein Kind musste ich opfern. Und ich war das Opfer. So manches Mal hat sie aufs Zimmer reingeguckt. Sie wusste es. Haben Sie jemals mit ihr darüber sprechen können? Ich habe meine Mutter am ersten Advent 2006 damit konfrontiert. Ich habe immer sehr viel Mitleid und Mitempfinden mit meiner Mutter gehabt. Meine Mutter hat sehr gelitten unter meinem Vater. Und als mein Vater dann 1995 gestorben ist, da war ich froh und habe ich gedacht, jedes Jahr, das habe ich auch meinem Bruder immer wieder gesagt, jedes Jahr, dass meine Mutter lebt ohne Erich, das ist ein gutes Jahr. Ne? Und ich habe auch sehr viel geweint mit meiner Mutter zusammen. Wenn mein Vater sie verbal hatte, sie also auf gröbste und schrecklichste Weise runtergemacht und gedemütigt. Sie war abhängig von ihm und sie konnte sich einfach nicht lösen von ihm. Trotzdem musste ich ja meine Mutter schon damit konfrontieren, weil ich hatte 2006 im Dezember gespürt, wie es mir den Hals zudrehte. Und ich musste auch mal meinen Zorn rauslassen und meine Mutter damit konfrontieren und habe zu ihr gesagt, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Was habt ihr euch dabei gedacht, uns so zu erziehen und mich so groß werden zu lassen? Ne? Und da hat sie mir dann damals gesagt, am Telefon, das war ihr erster Satz dazu, aber Erich war doch ein Ehrenmann. Abgründe hinter der gutbürgerlichen Fassade. Der Vater war höherer Beamter bei der Bahn. Die Familie zog oft um. Aber die schlimmste Zeit ihrer Kindheit verbrachte Susanne Jensen in Nürnberg. Eine Fahrt in die Hölle ihrer Jugend. Nach 1,3 Kilometern nehmen Sie die Ausfahrt 85 auf der rechten Seite Richtung Nürnberg. Scheiß Nürnberg. Jetzt bin ich bloß auf diese Idee gekommen, hierher zu fahren. Ich habe sehr gekämpft davor und habe gedacht, das knicke ich, das Teil. Das ist die Mühe nicht wert. Ich sehe nach draußen
und ich selbst bin gefangen in dieser Wohnung. Ich sehe nach draußen und erlebe Ohnmacht und sehr viel Schmerz. Zufällig trifft sie einen Nachbarn von früher. Alles liegt mehr als 30 Jahre zurück. Denn da stand ein Mirabellenbaum, das weiß ich ganz genau. Ja, 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 ja. Und daran könnten Sie sich ja auch... Ja, ja, nee, natürlich. Na? Und auch an den Spielplatz. Also wenn ja, wir jetzt immer schön in voller Pracht geblüht. Das ja, das war Wahnsinn. Na? Aber ich habe nie die Früchte, also ganz wenig von den Früchten. Meine Mutter hat manchmal Mirabellen eingemacht. Ne? Aber ja, das ist wirklich ein Ding. Und hier, meine ich, habe ich gewohnt. Ja, da haben Sie auch gewohnt. Ne? Ja. Also auf den Balkon. Ich bin ja jetzt eins runtergezogen, ne? Oben so. Wohnt mein Bruder. Aber da haben Sie gewohnt, kann ich mich gut erinnern. Sie waren ja unsere Nachbarn. Ja, ja, ja. Ich hatte einen Bruder. Bruder kann ich mir jetzt gar nicht mehr erinnern. Also an ihre Eltern natürlich, die hatten ja so einen oberbayerischen Dialekt oder Oberpfälzer, kann ich mich noch. Ja, mein Vater ist ja gebürtiger Mönch. Ne? Genau, ja, also oberbayerisch. Und meine Mutter kommt aber aus dem Sauerland. Hat überhaupt nicht bayerisch gesprochen. Ach so, ja. Und mein Bruder ist ja 1,5 Jahre älter als ich und ich bin hier. Können Sie sich an mich als Kind noch erinnern, wie ich aussah? Um mal ganz ehrlich zu sein, nee, gar nicht. Hab ich das jetzt vergessen, ja. Na? Ich würde mal sagen, eigentlich typisch deutsche Beamtenfamilie, nicht wahr? Also nicht so ausgeflippt, nicht durchgeknallt, ganz solide, wie jetzt von da betrachtet, wie viele andere auch, nicht? Die haben halt so ihr Leben gelebt, die haben waren sympathische Menschen, die haben keinen irgendwie genervt und sind also so nicht groß aufgefallen. Es ist unbeschreiblich. Es ist unbeschreiblich. Ich habe mir da beinahe, ich habe da ja meinen dritten Selbstmordversuch gemacht. Im Haus. In dieser Wohnung. Diese Wohnung ist der absolute Tiefpunkt. Es geht so runter in die Hölle. Susanne Jensens Vater sagte ihr ständig, sie sei eine Versagerin. Worte, die sich tief in ihr Herz gebrannt haben. Er hat mir gesagt, das sind so Sätze wie, du bist der letzte Dreck. Na, du wirst mal als Klofrau enden, solche Sätze. Wenn er das auch mitgekriegt hat, dass ich solche Schwierigkeiten in der Schule hatte, hat mich wirklich runtergemacht. Auch im Gymnasium wollte niemand etwas merken. In der Schule wurde nicht nachgefragt. Warum schwänzt dieses Kind? Warum ist sie so schlecht in der Schule? Warum zieht sich dieses Mädchen so an? Warum wäscht sich dieses Mädchen nicht? Warum macht es so wenig Sport mit? Ich war immer ein Außenseiter. Ich war hier im neuen Gymnasium immer Außenseiter. Darum flüchtete sie in den Park ganz in der Nähe. Heute sucht sie hier eine ganz bestimmte Stelle. Ich dachte, das wäre ein Stück weiter und dann so. Ich
Immer wenn sie den Unterricht schwänzte, trieb sie sich in diesem Park herum. Stundenlang. Tagelang. So begegnete das Mädchen, zu Hause vom Vater missbraucht, ihrem nächsten Vergewaltiger. Opfer, wieder zum Opfer geworden. Ja, als der dann weg war, hatte ich eben in den Himmel gesehen und unter mir das Laub und Steine gespürt, harte Steine und dieses kalte Laub und die Kälte. Und dann nur diesen Gedanken, ach so ist das. Dieses, ach so ist das. Da erkannte ich, was mein Vater mit mir tat. Dass er genau dasselbe machte, was dieser Mensch mit mir gemacht hat. Da war dieser Moment, wo ich, und dann vor allen Dingen dann auch dieses in den Himmel blicken und dann dieses langsame Aufstehen. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer da dann mein Aufstehen war. Dieses danach Aufstehen und dann überlegen, wohin. Und dann die Erkenntnis, ich kann nirgends wohin. Nirgendwohin. Mit niemandem sprechen. Weder mit der Polizei noch mit Lehrern. Nicht mit ihrer Mutter und erst recht nicht mit dem Vater. Susanne und Martin Jensen suchen immer noch so etwas wie Normalität, ein alltägliches Leben. Ich male und ich schreibe Gedichte. Das ist für mich sozusagen das Tor nach draußen. Also aus dieser Qual, aus diesem Gefangensein, aus diesem Tabu, aus diesem Nicht-Sprechen-Dürfen darüber, aus diesem Schweigen, aus der Scham. Das ist ein Weg aus diesem ganzen Gefühlchaos raus. Da habe ich eine Möglichkeit, auch Dinge zu ordnen in mir. Nach und nach begann sie, sich äußerlich zu verändern. Haare, Haut, Kleidung. Ein anderer Mensch werden, nie mehr Opfer sein. Zum Konfirmandenunterricht mit den Jugendlichen kommt Susanne Jensen in ihren Lieblingsklamotten. Aber der Jugendgottesdienst ist kein Stress. Der Stress, den habe nur ich um den Gottesdienst herum. Also ihr habt echt keinen Stress in dem Gottesdienst. Oh, das der ist super vorbereitet. Also lass uns drauf gehen. Nur noch 4 Wochen bis zur Konfirmation. Sie üben ihre Lieder, mit denen sie sich der Gemeinde vorstellen wollen. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Diese Arbeit mit den Jugendlichen ist für Susanne das Beste an ihrem Job. Manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz ein Segellicht, wenn der Wind das Meer aufbraucht. Manche segnen dich. Vorbereitungen für ein Rollenspiel im nächsten Jugendgottesdienst. Es geht darum, hinter welchen Masken sich Menschen verbergen, die einem das Leben schwer machen können. Auch die Konfirmanden wissen, dass ihre Pfarrerin als Kind sexuell missbraucht wurde. Sie sehen in ihr aber mehr als nur den missbrauchten Menschen. Sie hat uns ja auch was darüber erzählt und das finde ich gut, dass sie uns davor warnt. Sie macht auch mal Witze und so und das ist einfach total geil für uns. Und ja, also kommt auch einfach mal mit Springerstiefeln oder so, das ist ziemlich lustig. Wir finden das auch besser, mit so einer Pastorin zu arbeiten, als wenn wir so einen Spießigen haben. Was die Jugendlichen cool finden, ist für Susanne Jensen harte Arbeit. Viele Jahre lebte sie nur mit Psychopharmaka und mit Gewalt gegen sich selbst. Sie trank, schlug sich auch schon mal selbst das Gesicht blau und verbrannte ihre Haut mit Zigarillos. Seit einigen Jahren ist sie trockene Alkoholikerin. Und zu Beginn dieser Dreharbeiten hat sie sogar die Tabletten abgesetzt.
Ich sag zwar, ich will meine ganze Haut tätowieren lassen, aber da sagt Martin immer, und auch mein Tätowierer Stevie, der sagt, die Hände und der Kopf bleiben frei. Ne? Aber jetzt der ganze andere Körper, den kann ich damit schön machen. Und den brauche ich dann auch nicht mehr zerstören. Also Hautstücke, die ich tätowiert habe, die werde ich nicht mehr brennen. Das ist mir ganz, ganz klar. Sie versucht buchstäblich, die eigene Haut zu retten. Lange fand sie ihren Körper schmutzig und abstoßend. Darum will sie heute innerlich und äußerlich stark sein. Dass ich ein kräftigeres Rückgrat bekomme, dass ich einen kräftigeren Rücken habe, das ist für mich ganz wichtig. Dann, dass ich mir besser gefalle, wenn ich mich anschaue. Also wenn ich in den Spiegel gucke und ich sage, Mensch, es ist gut, es ist so, wie ich das möchte. Dann ist es, ich möchte auch, es ist platt gesagt, ich möchte stark ausschauen. Ich bin nicht so leicht wegzufegen. Da komme ich, hier bin ich und hier stehe ich, so wie ich bin. Das ist mir wichtig. Als Kind war sie ihrem Vater völlig ausgeliefert. Als Jugendliche versuchte sie verzweifelt, sich vor den Übergriffen des Vaters zu schützen. So, dass ich das Badezimmer abgeschlossen habe, so, dass ich nicht mehr mit meinem Vater ins Bad gegangen bin, so, dass ich nicht mehr mit ihm in die Badewanne gestiegen bin, so, dass ich mir einen Abstand gesucht habe von meinem Vater, so, dass ich in der Wohnung, die war ja kontaminiert von meinem Vater, so, dass ich auch genau immer geguckt habe, wo ging er längs, da gehe ich nicht lang, so, dass ich nicht unbedingt in körperliche Begegnung komme. Das ist alles sehr, sehr schwierig gewesen. Das war lange, lange Jahre. Das ist eigentlich, ich habe ja lange bei meinen Eltern auch gewohnt. Das ist eigentlich fast bis zuletzt, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Dieses Aufpassen, wo gehe ich lang? Und bloß meinem Vater körperlich nicht zu nahe kommen. Mein Vater ist mir natürlich immer und immer wieder nahe gekommen. Aber ich habe das dann sozusagen abgedreht. Mein Vater hatte ja auch eine sehr verletzende Sprache an sich. Ich nenne sie eigentlich eine Fäkalsprache. Und sie war sehr deutlich auch frauenverachtend geprägt. Verletzend, frauenverachtend, menschenverachtend. Seit 10 Jahren versucht sie durch Psychotherapien, ihre immer wiederkehrenden Zusammenbrüche zu beherrschen. Aber das Ganze bleibt labil. Psychologen werden sie wohl ein Leben lang begleiten. In ihrer Jugend, als an Therapien noch gar nicht zu denken war, entdeckte Susanne Jensen den christlichen Glauben für sich. Ja, ich hatte mir eine Kirche gesucht, die mich anspricht. Also ich hatte eine große Sehnsucht, ja, die ganze Zeit schon, ja, meine Zeit von 12 bis ich 23 war, in dieser Zeit ist das immer mehr gewachsen. Ich habe immer mehr gelesen in der Bibel und ich suchte dann auch die Gemeinschaft. Ich habe gemerkt, ich alleine für mich, Christ sein, das reicht mir nicht. Ich brauche die Gemeinschaft und ich brauche vor allen Dingen die Zusage, dieses für dich gegeben, für dich vergossen, weil ich ja vom Kreuz her komme, vom Leid her, vom Leiden Gottes am Kreuz, vom Sterben Gottes am Kreuz. Daher komme ich und dieses für dich, das ist mir sehr wichtig und deswegen suchte ich eine Gemeinschaft. Es war nur ein kleiner Augenblick, einen Moment war ich nicht da. Auf dem Weg durch unser Leben werden wir viele Menschen begegnen und kennenlernen. Manche von ihnen werden zu Hindernissen. In ihren Predigten verkündigt Pfarrerin Jensen keine theologischen Weisheiten. Sie spricht von alltäglichen Erfahrungen. Mit Humor erzählt sie von eigenen Unzulänglichkeiten, findet so einen Draht zu ihrer Gemeinde. So richtig geholfen hat mir dann in den letzten Jahren Toni.
Toni ist eine freundliche Männerstimme, die aus dem Lautsprecher meines Navigators ertönt. Toni, eine echte Hilfe. Er checkt es sofort, wenn ich mich verfahre, und sagt dann ganz einfach: Neuberechnung in Gang. Das haben wir von Xavier Naidoo gehört. Dieser Weg wird kein leichter sein. Euer Weg wird kein leichter sein. Das wisst ihr auch schon. Das habt ihr schon erfahren. Deswegen wünsche ich euch einen Navigator. Einen Navigator für euer Leben, der euch hilft im Dschungel des Lebens. Hier in Schleswig-Holstein nennt man sie die Pfarrerin mit der Glatze. Schon etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sie kennenlernt, dann passt es wieder zu ihr. Also sie ist einfach lebendig, sie ist klasse. Also ich bin begeistert. Und ich finde, man soll den Menschen nicht an irgendeinem Äußeren festmachen, sondern sehen, was sie für innere Werte hat. Und sie hat innere Werte. Bei Jensens im Wohnzimmer herrscht ein ziemliches Chaos. Ungefähr so wie das Chaos in ihr drin, sagt Susanne Jensen. Sie setzt sich nur zum Essen, wenn sie gleichzeitig dabei malen kann. Auch wenn ihr Mann Martin daneben sitzt. Es hat mit damals zu tun, wie alles in ihrem Leben. Mit dieser bürgerlichen Fassade, die kein Zuhause war. So mich normal hinzusetzen, das geht bei mir nicht. Das geht bei mir nicht. Denn so habe ich früher auch nicht gegessen. So habe ich das nicht gelernt. Und das waren immer, als Kind und Jugendliche war das immer eine sehr ungute Atmosphäre bei uns am Tisch. Ne? Und mein Vater ist ja gerne hergegangen und hat dann einfach in meinen Teller hinein gefasst. Ja. Und wenn ich mir so Schnitten gemacht habe, hat er einfach eine Schnitte weggenommen von meinem Teller. Das konnte ich überhaupt nicht leiden, dass er in meinen Teller hineingegriffen hat. Das Pfarrhaus ist bis oben hin vollgestellt. Für Susanne Jensen ist es ihr Zuhause. Zweimal in der Woche fährt Martin Jensen ins Altenheim, um Susannes Mutter zu besuchen. Er sagt selbst, das muss ein Gemisch aus Nächstenliebe und Liebe zu seiner Frau sein. Äußerst zwiespältig fühlt sich das an. Da hat sich bei mir ja vieles auch gesträubt, so die Frau zu besuchen, die es auch mir zugelassen hat, dass es Susanne so viele Jahre missbraucht wurde, dass sie keine Hilfe innerhalb der Familie bekam, dass es eben alles unter der Decke gehalten wurde und es nach außen die heile Familie blieb, die jeder gern in dieser Familie gesehen hat. Beim Besuch im Altenheim ist die Kamera nicht dabei. Martin Jensen bleibt wie immer eine Stunde bei der Schwiegermutter. Reden können sie kaum. Die Mutter hat die Welt schon ausgeblendet. Susanne Jensen besucht ihre Mutter sehr selten. Die Begegnungen belasten sie, weil auch sie nicht mehr reden können, weil nichts mehr geklärt werden kann. Der Friedhof in Hamburg, wo ihr Vater begraben liegt. Zum ersten Mal seit der Beerdigung kommt sie hierher. Wenn ich jetzt hingehe, ich muss mich überwinden. Es ist für mich nicht einfach. Es ist ein Doppelgrab, da kommt auch mal meine Mutter hin. Ich bin da auch sehr im Widerstreit mit mir. Am liebsten würde ich meine Mutter nicht neben meinem Vater bestatten, sondern ich würde sie gerne woanders bestatten. Aber nun, ja,
sie gehören doch zusammen. Ja, ich traue um mich selbst, meine Kindheit, meine Jugend, das, was mir mein Vater genommen hat. Ich traue darum, was mein Vater meiner Mutter genommen hat und was er meinem Bruder genommen hat. Dass er so viel Zerstörung verursacht hat in unserem Leben. Er hat mir nicht das Leben nehmen können, ja. Ich war stärker. Das Leben war stärker. Ich habe keine Tränen. Also Trauer überwiegt. Ne? Hat mir mal ein kluger Mann gesagt, ich dürfte mich überhaupt nicht, das geht mir durch den Kopf, auch während der Fahrt, als ich hierher gefahren bin, ich dürfte mich überhaupt nicht äußern zu dem Missbrauch, den ich erlebt habe, bis ich nicht meinem Vater vergeben habe. Ja? Und ich sage mir immer, diese Vergebung, das ist ein langer Prozess, also das ist ein langer Weg. Vergeben. Nee. Susanne Jensen will erst wieder hierher kommen, wenn sie ihre Mutter beerdigen muss. Und sie will herausschreien, was ihr Vater ihr angetan hat. Reden für die vielen anderen, die schweigen. Bei mir ist es so, dass meine Seele einfach davon sprechen muss und sprechen will und dass meine Seele es nicht mehr verstecken möchte. Ne? Ich habe zu lange geschwiegen, ich habe zu lange das in mich reingefressen, ich habe zu lange es akzeptiert, damals bei der Trauerfeier von meinem Vater, dass da so ein Lügenmärchen erzählt wurde von dem Ehrenmann. Und ich kriege mit, dass das ja nicht nur mir so geht, sondern unendlichen, unzähligen Menschen. Das ist ja das, was mich so wütend macht. Ne? Das macht mich wahnsinnig, wenn ich das merke. Dass ich bin ja nicht die einzig Leidende, Schreckliche, sondern was meinen Sie, wie viel Leid es gibt tagtäglich in den Häusern? Ne? Und da wird dann dieses Deckmäntelchen drüber getan, da wird dieses Tabu. Und wenn die rauskommen wollen, dann haben die es so schwer, dann ist die Scham so groß, die alte Scham. Und wenn sie erwachsen sind, dann ihren Angehörigen zu sagen, guck mal, mein Vater, der hat das und das mit mir gemacht. Und das dann dem Bruder sagen, bitte, ihr Brüder, kapiert das doch. Das hat er mit mir gemacht und darum geht's mir jetzt so dreckig und so beschissen. Glaub mir doch. Und dieses Glaub mir doch. Warum? Dass das Opfer sich hinstellen muss und dass das Opfer hergehen und sagen muss, bitte glaub mir doch, dass mir das passiert ist. Dass das wahr ist. Dass das in diesen vier Wänden passieren konnte, im schönen Heim, ne, in der schönen Wohnung oder im schönen Haus, im Vorgarten, ne, dass das wahr ist. Das Opfer sexuellen Missbrauchs muss darum betteln, dass man ihm glaubt, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. In ihrer Gemeinde wissen die Menschen von Susanne Jensens Schicksal und glauben ihr. Zu Ruth Vogt hat sich eine Freundschaft entwickelt, obwohl die alte Dame kein Blatt vor den Mund nimmt. Aber sag mal, Susanne, was ist mit deinem, das darf ich dich doch fragen, ne? Was denn? Mit deinen Haaren. Du hast so schöne Haare gehabt. Wann lässt du die wieder mal wachsen? Ja, weiß ich nicht, vielleicht wenn ich 50 bin oder 55. Aha. Aber die Aussicht besteht, wir können hoffen. Kann sein, aber jetzt ist das angesagt. Das ist jetzt so, das ist mein Feeling, Ruth. Echt? Das ist so, ja. Naja. Du weißt ja, wir sind ja da ein bisschen... Da sind wir konträr, ganz und gar, genau wie mit deiner... Aber so schlimm ist das doch gar nicht, oder?
Ich will dir sagen, warum es nicht schlimm ist. Du hast eine sehr schöne Kopfform, aber dein Gesicht sieht kahl aus dadurch. Denn das ist ja auch für das Gesicht eine Dekoration. Und das Haar ist überhaupt ein Schmuck. Und deshalb denke ich, wäre es schon schön, wenn du deine Haare wieder wachsen ließest. Du hast so einen sagenhaften Mut zur Hässlichkeit. Mut zur Hässlichkeit, herrlich. Absolut herrlich. Susanne, zur Entstellung kommst du hier und wirst gleich wieder angemotzt. Sie hat eine sehr deutliche Sprache und natürlich nicht eine heilige Sprache, wie sie in der Kirche vielleicht vorkommen sollte, sondern sie spricht wie ein Mensch zu Menschen. Und das ist schon mal etwas sehr Sympathisches. Bloß in ihrer privaten Sprache, da habe ich mich manchmal schwer geärgert, wenn sie so in Fäkalsprache sich ausgedrückt hat. Das hat mich doch sehr gestört, weil Susanne eben gerade ganz anders sprechen kann. Der stehen die Worte zu Gebote. Das ist eine wahre Freude, wenn man ihr bei einer Predigt oder irgendetwas zuhört, was sie zu sagen hat. Wenn Sie sie dann zur Rede stellen und fragen, warum machst du das, was sagt sie dann? Ja, dann hat sie für meine Begriffe dumme Ausreden. Und zumal sie ja Schwierigkeiten mit ihrem Vater hat, kann ich nicht verstehen, warum sie die Sprache ihres Vaters dann nachplappert, nachäfft. Sie müsste sich von ihm auch in dieser Hinsicht distanzieren. So kritisiert zu werden, zeigt Susanne Jensen, sie ist nicht mehr nur Opfer. Guter und treuer Gott, es liegt noch so viel Weg vor den jungen Menschen, den 13 Konfirmanden, die heute eingesegnet werden. Sei bei den jungen Menschen und begleite sie und beschütze auch ihre Familien. Amen. So. Guck mal, jetzt ist es noch Viertel vor. Ich schätze mal so, dass wir uns so 4 vor aufstellen. Na? Es wird 10 vor anfangen zu läuten. Na? Seht mal zu, dass es keine Zusammenstöße gibt. Konfirmation. Ein großer Tag für die Jugendlichen und auch für Sie. Ja. Und dann nicke ich euch zu, wenn ihr euch setzen sollt. Ne? Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei mit dir auf deinem Lebensweg. Er gebe dir Kraft, dem Bösen zu widerstehen. Gott lasse dich spüren, dass du geliebt und angenommen bist. Du bist Gottes Kind. Friede sei mit dir. Für die Pastorin ist heute Schluss in dieser Gemeinde und noch ist nicht klar, wo sie nächste Woche arbeiten wird. Nur ein paar Tage nach diesen Dreharbeiten stirbt Susanne Jensens Mutter. Überraschend. Mit dem Tod der Mutter ist das Kindheitsdrama nicht zu Ende. Auch wenn Susanne Jensen die Haut einer Missbrauchten trägt, sie ist kein Opfer mehr. Ich brauche diesen weiten Horizont und ich brauche Aufgaben, aber ich möchte mich nicht einkasteln. Ich möchte nicht eingekastelt werden, ich möchte nicht zementiert sein. Früher war es immer mein Problem, diese Vorstellung, mein Weg ist zementiert. Und auch dieses Gefangensein irgendwo. Ich war so gefangen. Ich war in mir gefangen und ich war in diesem Haus meiner Kindheit und Jugend gefangen. Und das ist etwas, was für mich unerträglich ist. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.